Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Atomic Heart. Nach einer unfreiwilligen, etwas längeren Pause bin ich jetzt endlich wieder back und es gibt wieder Daily Uploads. Ich war ja lange krank, ich habe ja nachdem ich... Oh mein Gott, habe ich mich gerade erschrocken vor dem Ding. Nachdem ich krank war, war ich ja nochmal kurz dazu gekommen, 3 Folgen aufzunehmen, bevor wir in den Urlaub gefahren sind, beziehungsweise in den Urlaub geflogen sind. Und nachdem ich aus dem Urlaub zurückkam, habe ich so viele Sachen nachzuholen gehabt bezüglich YouTube, Twitch etc., dass ich einfach nicht dazu kam aufzunehmen. Und jetzt ist es endlich soweit. Jetzt spiele ich endlich weiter Atomic Heart und ich freue mich auch, denn ich habe Bock weiter zu spielen. Wir wollten uns, ich gehe nochmal kurz hoch, ich meine mich erinnern zu können, dass ich mir die Testgelände mal angucken wollte, um bessere Waffen zu bekommen, ne? Und wir haben hier Testgelände 1. Was sind das hier für Sachen? Testgelände 1 würde ich mir einfach mal angucken, ne? Ich würde mir das Testgelände einfach mal angucken. Oh mein Gott, was war das? Okay. Und einfach mal schauen, was wir da so antreffen. Gespeichert ist ja, muss ich jetzt nicht nochmal machen. Und dann muss ich mal ganz kurz gucken, hier habe ich nochmal die Waffen. Ich nehme mal lieber die Waffe hier in die Hand. Ich dachte, er wäre schon tot, aber nein, der explodiert ja, wenn er tot ist. Beziehungsweise, ja, wenn er stirbt. Okay, hier ist doch einiges los. Aua, das war jetzt nicht so gut. Ich muss aber mal wieder kurz reinkommen, ne? Das ist jetzt echt ein paar Wochen her, dass ich hier das letzte Mal gespielt habe. Und ist das hier schon das Testgelände? Da steht eine 2 drauf. Speicher hier einfach mal. Bin da nicht gerade einer hinterhergelaufen? Nee, scheinbar nicht. Hier ist auf jeden Fall ein Kollege. Der kriegt jetzt erstmal... Oh nein, das ist so einer. Verdammt. Nee, nicht das Schild. Bitte nicht mit Schild. Nein. Och, nö. Ich hasse die mit Schild. Ich weiß überhaupt nicht richtig, was man gegen das Schild machen kann. So. Ich würde jetzt gerne mal... Gibt's eine Map? Ja, gibt's. Okay, ich bin relativ weit von dem Testgelände weg. Mist. Werde ich gesucht? Nein. Kann ich hier rein? Ja. Sollte ich vielleicht mal hier reingehen, gucken, ob es was zu holen gibt. Oh ja, hier gibt es auf jeden Fall was zu holen. Da nicht. Okay. Ja. Es geht jetzt wieder weiter. Ah, Mann. Ich habe Bock, endlich wieder aufzunehmen. Und ich habe auch endlich Bock, wieder gesund zu sein. Leider bin ich noch nicht so hundertprozentig... Ja? Ja? Okay, jetzt. Hundertprozentig gesund. Ich habe immer noch so ein bisschen mit dem Hals zu kämpfen, obwohl das jetzt fast 3 Wochen her ist, dass ich krank war. Und habe leider auch immer noch so einen leichten Reizhusten, der alle paar Stunden muss ich mal husten. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Ich hatte ja einen relativ schlimmen Husten. Aber jetzt ist es aktuell so, dass ich immer mal so einmal, zweimal alle paar Stunden husten muss. Das ist schon irgendwie unangenehm. Und das geht auch einfach nicht weg. Aber es ist jetzt kein so schlimmer Husten. Es ist einfach eher so wie so ein Reiz, dass ich husten muss. Ah ja. Muss man mal schauen. So, gibt es hier draußen noch was? Ja, eine Kiste. Gut, dass ich gucken gegangen bin. Das lohnt sich halt schon, das alles mitzunehmen, weil wir am Ende relativ viele Ressourcen brauchen, um die Waffen dann auch herzustellen. Ist hier niemand? Oben ist doch bestimmt noch einer, der darauf wartet, gegen mich zu kämpfen. Ah, nee, hier ist aber auch so ein Ding. Okay, interessant. Hier ist sonst gar... was macht das Paket da? So, ich zoome mal ran. Dann gucken wir uns das mal an. Hier will ich hin. Habicht. Kamera, Kamera. Die Kameras kann ich von hier theoretisch mir angucken, ne? Ja, ich will jetzt aber eigentlich gar nichts gucken. Hier in der Nähe ist keine Kamera. Das ist die gleiche. Das da ist der Habicht, ne? Okay. Ich gehe hier mal wieder raus. Höher geht's nicht mehr. Dann gehen wir mal wieder runter. Hui, hui. Das ist ja wie Achterbahn fahren. Okay, ich hab's verkackt, Mist. Oh, und noch eins runter. Ey. Jetzt lass mich durch. Okay. So, du bist tot. Ich meine, warum nicht, wenn man die Möglichkeit hat, nochmal schnell speichern. Und dann gucken wir uns das Ding hier mal an. Da komme ich aber gar nicht ran.
Weil ich dafür erst irgendwas machen muss. Ah, nee, das ist der Habicht, ne? Aber was ist denn das? Ich würde sagen, ich gehe jetzt mal hier in die Richtung. Was hast du gegen den Genossen Stockhausen? Ich habe was gegen Feiglinge. Früher marschierte er im Stechschritt durch Berlin und jetzt ist er ein Vorzeigekommunist. Das ist nicht ganz fair. Genosse Stockhausen war während des Zweiten Weltkriegs Arzt und Forscher. Er war ein Professor der Medizin. Wieso verteidigst du ihn eigentlich? Ich mag ihn einfach nicht, okay? Mir doch egal, was er mal war. Ich hasse es, wie er den Boss in den Arsch kriegt. Ach, vergiss die Sache einfach. Ja, das Ding ist, das hier spawnt die. Und ich weiß bis heute nicht, obwohl ich das Spiel schon einmal durch habe, wie ich die Dinger eliminieren kann. Ups. Oh nein, die muss weg. Die mit Laser sind bedrohlich für mich. Da ist noch einer mit Laser. Huch. Ich verpiss mich hier mal lieber. Geh mal hier hoch. Okay. Zack, 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 zack. Okay, hier ist wieder so ein Ding. Warum bleibt man an den Treppen manchmal hängen? Okay, das ist alles etwas mysteriös. Bin ich denn inzwischen beim Testgelände? Ja, das Testgelände liegt hier quasi vor mir. Und da sehe ich gerade schon. Die Kamera können wir schon mal direkt deaktivieren. Oh, das Reinzoomen dauert ja zum Glück gar nicht lang. Okay. Was habe ich jetzt gemacht? Ich dachte, ich wechsle jetzt auf die andere Kamera. Was ist das für ein Geräusch? Okay, ich gehe mal wieder runter. Gehen wir mal dieses Testgelände hier genauer anschauen. Hier war ich nämlich tatsächlich beim ersten Mal durchspielen auch nicht. Habe ich die abgeschaltet quasi? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Das Problem ist, ich muss gucken, dass ich alle Kameras ausschalte. Das heißt, die hier hinten auch noch. Damit die mich nicht sieht. Wo war die denn? Die war... Da war sie. Nee. Wo war die? Ich habe doch über die gerade geguckt. Wie kommen wir rein? Ich will hier nicht den ganzen verdammten Tag rumirren. Denk nach, Genosse Major. Gibt es eine Möglichkeit, die du noch nicht in Erwägung gezogen hast? Es muss ein Weg ins BDNH führen. Ja, erstmal würde ich mir hier das Testgelände angucken. Hier war ich nämlich halt einfach for real nicht. Und es gibt so viele Testgelände. Oh mein Gott, und ich war in keinem von denen drin. Okay, das schockiert mich jetzt eigentlich fast schon ein bisschen. Ich bin das halbe Spiel nicht mitgekriegt. Naja, dafür lohnt es sich jetzt hier nochmal als Let's Play das Ganze zu machen. Ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Hoffentlich ein paar neue Waffenpläne. Ah, Mann. Ein paar Waffenbaupläne. Sehr schön. Oh, wir fahren ganz schön weit runter. War 34. Stock oder was? Minus. Testgelände 1. Wir haben jetzt Zugang zum wissenschaftlichen Testgelände, Genosse Major. An solchen Orten kannst du in Zukunft wertvolle Waffen finden. Ach, du und dein wissenschaftlicher Scheiß. Ehrliche Bürger werden durch die Aussicht auf eine rosige Zukunft getäuscht. Kein Kommentar. Ausgezeichnet. Dann sehen wir uns mal diese Ausrüstung an, dank der ich vielleicht den morgigen Tag erleben kann. Okay, krass, dass ich hier nicht war. Oh mein Gott, wie viele Testgelände gibt es? Ich habe hier keinen Empfang quasi. Okay. Ich glaube, es gibt 12 Testgelände oder so und ich bin in keinem einzigen drin gewesen. Ich bin einfach schockiert gerade über mich selbst. Was? So, den Spaß kenne ich. Aber der funktioniert hier irgendwie nicht. Müsste aber, oder? Aha. So, normalerweise... Ah. Normalerweise... Ach, nee, warte, das war anders. Was war G? Nee. Das war schon mal der falsche Effekt. Dann V. So, genau. Mit V kann ich quasi die Pole umleiten, das heißt, chill mich jetzt hier drauf, drück das, düse hier schön hoch und komm hier oben ran. So. Und dann machen wir das gleiche nochmal.
Das Problem ist, wie komme ich hier durch? Hier komme ich ja gar nicht rein. Okay. Klar. Vielleicht bin ich einfach dumm. Rätsel sind ja immer genau mein Ding. Ihr wisst das. Da würde ich mich eigentlich ungern drauf stellen. Da werde ich nämlich zerquetscht. Na, wer sagt's denn? Hier läuft schon fetzige Mucke. Ich gehe überall in den Ecken gucken. Manchmal sind da versteckte Sachen. Hier scheinbar nicht. Die magnetische und mechanische Werkstatt von Testgelände 1 ist zuständig für erstens Versorgung aller Test- und Forschungsaktivitäten mit Proben, zweitens Herstellung externer Gehäuse für Thermal- und Kolbenmaschinen und drittens Schleifen von gleichmäßigen und zylindrischen Oberflächen sowie Funkenerosionsbehandlung von Maschinenteilen. Entschuldigung. Alter, die Mucke ist ja übel geil. Ey, ich bin gerade irgendwie ein bisschen traurig, dass ich hier nicht in den Testgeländen war bei meinem ersten Durchlauf des Spiels auf der PlayStation. Das erschüttert mich gerade halt echt ein bisschen. Weil, House Music. Weil ich frage mich auch, was wir hier finden werden. Einfach Baupläne oder wirklich Special-Waffen, die man sonst sich nicht bauen kann? Die Frage ist, ich muss nach da hinten, ne? Das heißt, ich muss eigentlich da drauf. Na, warte mal, ich muss noch mal gucken. Was passiert mit dem? Ich meine, dann kann ich da hochklettern. Das wäre auch eine Idee, ne? So, dann kommen wir hier rüber und können einmal... Och nö. Ich wollte... Oh, das ist ja jetzt komplett kacke. Ich wollte da drauf landen. Verdammt. Dann so. Geht auch. Gibt hier verschiedene Lösungswege. Oh, ey, ganz ehrlich, Kapsel. Das kann nicht wahr sein. Jetzt muss ich mir echt eine Kapsel reinziehen, weil ich einfach zu dumm zum Scheißen bin, ey. Oh mein Gott. Das kannst du ja keinem erzählen. So, jetzt ganz vorsichtig. Hopp. Die Mucke, geil. Ich hätte eigentlich von vornherein hier hingehen können, oder? Nicht zerquetschen, bitte, danke. So. Hopp. Oh Gott, ich dachte schon, ich falle vorher runter. Ah, guck mal hier, gibt's Loot. Sehr nice. Die kann ich nicht öffnen. Nein, aber hier. Huch, ich habe aus Versehen geschossen. Was ich auch gern mal machen würde, wäre an meiner Freundin spielen. Also im Sinne von, dass ich mal gucke, ob es Waffen-Upgrades gibt. Beziehungsweise nicht unbedingt Waffen-Upgrades, sondern Upgrades für meinen Charakter. Aber hier ist keine. Und ich kann hier auch aktuell nicht speichern. Ja, komm, kletter durch. Lecker. Wenigstens haben wir volle Energie, aber ich könnte mir mal ein bisschen Leben reinziehen. Geht's hier irgendwo? Nein, okay. Stehe. Na, wird schon richtig sein. Oh je. Das ist alles viel größer, als ich gedacht hätte. Ah, okay, hier. Hier ist sie, die Gute. Autorisierung. Fähigkeiten. Gucken wir mal, wie viel Geld wir haben. 212. Dann würde ich nämlich mal gerade gucken. Massenenergie des Charakters. Deine Fernangriffe verbrauchen weniger Energie der Rezirkulationskammer. Ja, das ist not bad. Waffenverbesserung erweitern die Rezirkulationskammern der Waffe um eine weitere Energiezelle. Deine Nahkampfangriffe füllen mehr Energie der Rezirkulationskammer wieder auf. Das ist ganz geil, das will ich eigentlich haben.
Ja, das habe ich mir nämlich gedacht. Ich wollte doch sagen, ich brauche doch erstmal das, um das zu kaufen. Dann holen wir uns das. Ist auch gut. Wieso geht das nicht? Element nicht verfügbar. Oh, weil ich das noch nicht gekauft habe. Och nö, das ist ja komplett kacke. Ah ja, gut. Die beiden sind eh nützlicher. Aber ich dachte tatsächlich, hätte die schon. Speichere Daten. Hier gibt's sonst nichts? Nee, okay. Was ist das? Ein Spezialtransporter für wertvolle Fracht. Von den Mitarbeitern wird er scherzhaft als Genosse Plünderschaft bezeichnet. Wertvolle Fracht ist ja schön und gut, aber warum steckt das Ding da fest? Zu seinen Grundfunktionen gehört ein Perpetuum mobile-Antrieb, der es ermöglicht... Langweilig. Gib mir die Kurzversion. Er kann sich schnell zwischen bestimmten Punkten bewegen. Da bewegt sich gar nichts. Dein Perpetuum mobile-Antrieb ist wohl im Eimer. Ich glaube, da haben wir einen kleinen Lichtbug. Okay, war das jetzt das, was wir hier kriegen? Verstehe, muss jetzt alles wieder zurück. Okay. Bin ich der Einzige, den das alles immer so ein bisschen an Portal erinnert, diese Testkammern hier und so? Ich liebe das ja, ne? Das ist genau mein Vibe. Maschinenabteilung. Kann ich da irgendwas machen? Nee. Muss ich jetzt ernsthaft? Muss ich jetzt ernsthaft den ganzen Weg, den ich gekommen bin, zurückgehen? Warum gibt's hier... Aua, der hat mich geschlagen. Gibt's hier echt nicht einfach irgendwie einen Ausgang? Kann ich leider nicht so gut erkennen, was da drauf steht. Sonst gibt's hier nichts, ne? Wie scanne ich nochmal... Wie ging das nochmal? Mist, ich hab's vergessen. Wie habe ich nochmal gescannt? Verdammt, ich muss nachgucken. Ich hab's einfach vergessen, es ist zu lange her. Steuerung anpassen. Aufladen war R. G. Nee, das ist die Fähigkeit. Das ist wohl nicht das, was ich meinte. Steuerung anpassen. Schockfähigkeit 1, Fähigkeit 2, Kreismenü, Kartuschenmenü, Beschleunigen, Handbremse, Interagieren, Inventar, Scannen. Was ist das denn für eine Taste, die hier? Scannen? Scannen läuft? Hä, bin ich dumm? Was? Bin ich irgendwie komplett lost? Steuerung anpassen? Scan läuft. Kann ich das hier hinlegen? Ich weiß, auf welcher Taste ich das hatte, aber die wird falsch angezeigt. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob die falsch angezeigt wird oder ob die so heißt. Ja, hier hatte ich das nämlich. Hier. Oh nein, hat das jetzt... Oh, Moment. Steuerung anpassen. Hier. Ja. Okay, Mist, ich bin dumm. Ja, ist einfach lange her, dass ich gespielt habe. Okay, bitte entschuldigt.